So, und ich darf jetzt heute gleich vorstellen, Therese Ortmann, geborene Holschbach, ein absolutes Schladener Urgestein, oder muss man heute Steinin sagen? Ich weiß nicht. Die, Gott sei Dank, auch schon sehr früh viel aufgeschrieben hat aus ihrer Geschichte, ihrer Familiengeschichte und Schladensgeschichte. Und ein Teil aus diesen ihren Schriften wird sie jetzt uns vorlesen, aus ihrer Kindheit, während und nach der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges. Therese, kommst du bitte auf den Tisch. Therese stammt aus einer alten, Schlager, katholisch-sozialen Familie und ihr Vater war ein bekannter und sehr aktiver Nazi-Gegner in der Zeit. So, Therese Ortmann. Ja, 1938 geboren, wuchs ich auf in einer Zeit, in der der Führer Adolf Hitler sein tausendjähriges Reich plante, die Juden abtransportieren und ermorden ließ, Angst und Schrecken in der Bevölkerung herrschte und jeder Sorge hatte, er könnte etwas Falsches nach draußen tragen. Keiner traute dem anderen mehr. Mein Vater, seine Meinung über Hitler schon deutlich gemacht, indem er ein Bild auf dem Bahnhofsvorplatz ausgelegt und Pferdemist darum verteilt hatte. Man hatte ihn schon länger beobachtet. Und verdächtigte ihn. Bei der Firma Elmores erkundigte man sich nach ihm und wollte ihn abholen. Der Portier schickte die Gestapo-Leute fort, er ist nicht im Hause. In der Folge wurde die Mutter bald zur Arbeit verpflichtet. Ich war derweil bei Bekannten untergebracht. Ich sehe Mutter noch im blauen Overall an der Kreissäge in Langens Leiterwagenfabrik. Bevor sie aus dem Hause ging, machte sie nicht nur Brote für sich und mich, sondern packte auch ein paar Schnitten in zerknuddeltes Zeitungspapier ein. Warum machst du das? Fragte ich. Die armen Russenjungen aus dem Lager am Stein haben so schrecklichen Hunger. Ich werfe das Eingepackte in die Sägespäne und sie suchen sich die Brote dann daraus hervor. Das darfst du aber niemandem sagen. Eine Abordnung von Frauen kam ins Haus. Frau Holschbach, Sie wollen doch auch der Partei und Frauenschaft beitreten. Sie redeten endlos auf sie ein. Papa las derweil in der Zeitung. Dann auf Papa gerichtet, sagte Mutter, sag doch auch mal was dazu. Der meinte schließlich zu seiner Frau gewandt, hier bei dem Kind hast du genug Frauenschaft und auch in der Familie. Eingeschult wurde ich am 1. August 1944. Lehrer Walter war mein erster Lehrer. Die Schulbücher, die wir bekamen, waren ziemlich vergilbt und zerfleddert. Der Lehrer verpflichtete uns zum Hitlergruß.
Der Schulbetrieb war unregelmäßig und öfters landeten Lehrer und Schüler wegen Fliegeralarm im Keller, wo wir zwischen Kraut- und Bohnenfässern oder Heizmaterial hockten. War der Alarm vorbei, die Flieger über uns weggezogen, gingen wir aufgeregt nach oben. Unsere Mütter holten uns dann verängstigt ab. Als wir dann nach Hause kamen, standen die Möbel quer. Die Schranktüren waren durch den Luftdruck aufgegangen und Gläser und Geschirr lagen zerbrochen am Boden. Dazwischen schwammen Gurken, Kraut und Bohnen. Aus Platznot hatten alle die Vorratsfässer in der Wohnung. Bei uns standen sie im Schlafzimmer. Als der Krieg aus war, kamen die Amerikaner. Sie zogen in unsere Wohnung und wir hausten im Keller. Kurz vorher waren alle Brücken an der Sieg ja noch gesprengt worden. Das war, als die Deutschen dachten, die Alliierten aufhalten zu können. Doch Hitler hatte sich überschätzt. Sein tausendjähriges Reich war nur von kurzer Dauer. Wenige Lehrer gab es. Die meisten waren noch im Krieg oder in Gefangenschaft. Aber immerhin gab es wieder Unterricht, wenn auch unregelmäßig. Wir brauchten nicht mehr in den Keller oder in den Amoris-Bunker. Eine Bombe hatte das Haus Sandmann getroffen, eine weitere das Haus Krause. Herr Krause war dabei umgekommen und entsprechend verwüstet sah die Nachbarschaft aus. Dann kamen die Vertriebenen aus dem Osten. Leiter und Kinderwagen hochbepackt mit Kindern, Omas und Opas, Sack und Pack. Ein schlimmer Anblick von ausgemergelten, zerlumpten Menschen, verängstigt und traumatisiert. Sie wurden dann auch noch irgendwie untergebracht. Untergebracht, das heißt im Hause Wick, wo ich auch wirklich meine schönste Kinderzeit verbracht habe, wo wir Kinder im Hof spielen durften, niemals gestört wurden, wo alles, was wir Kinder gerne machten, auch geduldet wurde. Wir Kinder freundeten uns schnell an, gingen gemeinsam zur Schule und spielten miteinander. Da die Wohnungsnot so groß war, bekamen meine Eltern und ich erstmal für 3 Monate ein Zimmer im Bahnhof. Später zogen wir in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, die wir uns in Alt-Windeck bescheiden einrichteten. Dort musste ich dann auch zur Schule gehen. Das machte mich zunächst sehr traurig, denn ich war sehr, sehr, sehr gerne in Schladern. Langsam füllten sich die Regale in den Läden und auch die Maisbrotzeit hatte ein Ende. Ebenso die Schulspeisung, die ich nicht in guter Erinnerung habe. Wie staunte ich, als bei Kannegießers orangefarbene Früchte auslagen. Was ist das, Mama? Mutter lächelte und als wir einkauften, bekam ich eine Orange. Unvergesslich, wie die mir schmeckte. Jetzt kam die Zeit der Lebensmittelkarten. Jede Familie bekam entsprechend der Mitgliederzahl Nährmittel, so hieß das damals, also Kartoffeln, Mehl, Fett, Brot und so weiter zugeteilt, bis sich nach der Währungsreform die Normalität wieder einstellte. 1948 mit der neuen deutschen Mark wurde alles von Tag zu Tag besser. Die Wirtschaft lief an, viele Soldaten kamen aus der Gefangenschaft zurück. Tausende Heimkehrer
die Kanzler Konrad Adenauer in Russland freikaufte. Aber die Mehrzahl der Familien hatte Angehörige verloren und die Zurückgekommenen waren häufig verstümmelt und seelisch und oder körperlich schwer traumatisiert worden. Das war mein Erlebnis in Schlager. Herzlichen Dank, Theresia Ortmann. Ich finde auch gerade Geschichten aus der dunklen Zeit haben ihren Platz bei Hiva. Nämlich das sind Sachen, die wir oft sehr, sehr gerne verdrängen und vergessen machen wollen. Aber wir wollen sie einfach nicht vergessen. Weil so sich immer daran erinnern, dass es auch schlimme, schwere Zeiten gegeben hat und dass man daraus auch wieder auferstanden ist, dass es weitergegangen ist, Windeck im Wandel immer bleiben wird. Theresia Ortmann. Sie sagten, also erstmal hier runter, ganz vorsichtig. Sie sagten eben, Sie wären so gerne in Schladern geblieben. Was ist denn das Schöne an Schladern für Sie? Die Menschen. Warum? Weil, wenn ich jetzt mit 80 Jahren erzähle und gehe, wenn auch nicht oft, aber durch Schladern, treffe ich immer Menschen, die ich sehe oder die mich sehen. Und das ist immer ein schönes sich begegnen. Und wir haben ja auch viel miteinander erlebt. Und ja, einfach wunderschön hier. Die Sieg, der Wasserfall, der Steiner Berg und der Bodenberg und die Burg. Ja, ist meine Heimat, mein Zuhause. Wie schön Sie das sagen. Herzlichen Dank.